Im heutigen Video testen wir das schlechteste Hotel in Köln. Von schimmligen Wänden, Spinnen, Haaren und Hautschuppen in den Betten bis hin zu merkwürdigen Gerüchen haben wir das Hotel genauestens unter die Lupe genommen. Also seid gespannt, ob es wirklich so schlimm ist, wie die Bewertungen sagen, oder ob wir doch noch eine positive Überraschung erlebt haben. Wir befinden uns gerade vor dem Hotel in Köln. Es soll das schlechteste Hotel in meiner Stadt sein. Kölns. Komplett. Jede Bewertung nahezu hat nur einen Stern. Wir blenden euch im Laufe des Videos ein paar Bewertungen ein. Das ist wirklich krass. Und wir kamen hier gerade an, es ist schon relativ spät, um 10 Uhr. Die Sache ist, wie in einem Film, wirklich, ich hätte es dir nicht besser ausdenken können, das T leuchtet nicht. Es ist ein Howell. Es ist kein Hotel, es ist ein Howell. Aber wir gehen jetzt mal auf Undercover rein und checken erstmal an der Rezeption ein. Bisschen Schiss, ne? Dass wir direkt gebissen werden von einer Ratte. Was man direkt schon sieht, ist, dass die einige Zimmer auf jeden Fall auf Erdgeschosshöhe haben, beziehungsweise Kellerhöhe. Und du kannst theoretisch reinklettern, wenn du das Fenster aufmachst. Hallo. 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 Wir wollten einchecken. Muss ich hier sonst noch was machen? Weil hier steht, ich muss selbst den Preis eintragen oder irgendwie so. Ja, das mache ich. Zimmernummer B8, B5 und B3. B8 ist hier in diesem Eingang. B5, B3 und Glastür. Geradeaus bis zur Treppe und dann oben nach oben. Danke. Dankeschön. Digga, das ist ja ein einziges Labyrinth. Wir mussten raus und dann wieder rein und dann wieder von der Seite rum. Aber gut. Guck mal, die Lampe, bitte. Ey. Das ist krass. Zimmer 8. Los geht's. Ich dachte erst, wir bekommen Schlüssel, aber wir haben richtig Zimmerkarten. Oh mein Gott, stinkt das. Oh mein Gott, stinkt das. Oh mein Gott, stinkt das, Digga. Das riecht richtig nach Schimmel. Nach was riecht Nein, das? Nein, guck, was ist das auf dem Boden? Nein. Bro, es ist... Mach mal kurz die Tür zu. Leute, es stinkt. Es stinkt gewaltig. Warum hast du da so ein Dreieck in der Wand? Warum? Was ist das? Warum ist da ein Dreieck? Mein Gott, Leute, hier ist eine Spinne. Eine lebendige, fette Spinne. Direkt am Vorhang. Ich hatte die große Hoffnung, dass wir wirklich das Fazit des Videos haben. Ey, das Hotel war gar nicht so schlimm. Aber bisher, es stinkt geisteskrank nach Schimmel. Wir haben hier eine fette Spinne. Wir haben hier, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Das ist einfach... Okay, das ist einfach kaputt. Ich dachte, hier werden jetzt wirklich einfach so offensichtlich Dreck auf dem Boden. Was ist das erstmal? Dieses Dreieck da vorne. Was ist das hier? Hier sind irgendwelche Löcher in der Wand. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Die Glühbirne. Boah, das ist kein Staub mehr, ne? Das ist geisteskrank. Und die ist von innen schon kaputt? Das ist kaputt. Geht die Lampe wenigstens? Ja. Funktioniert. Aber hier sieht man es noch krasser, wie kaputt das Ding ist. Also alles, was du bisher gesehen hast, ist nicht so geil. Ich fasse mal einmal hier drüber und schau mal, wie der Staub hier ist. Oha. Also das ist ja wirklich eine der einfacheren Flächen, wo man drüber wischen kann. Also hier, das ist ja das erste, wo ich als Reinigungskraft drüber wischen würde. Da war extrem viel Staub. Schauen wir mal hier oben drauf. Fass das am besten gar nicht an. Ja, okay. Hier ist auch ordentlich Staub. Fliegt schon alles runter. Wir haben hier so einen kleinen Schrank, wo nichts drin ist. Da will ich auch ehrlich gesagt nicht reinfassen. Das ist so ein klassischer IKEA-Hocker, der auch... Boah, sieht der versifft aus hier am Rand. Also man muss natürlich erstmal sagen, ich habe für uns drei jeweils ein Einzelzimmer geholt. Die geringste Kategorie. Ich glaube auch, die haben nur eine Kategorie. Ja. 204 Euro. Für drei Personen. Das ist pro Person ja so knapp 70 Euro das Zimmer. Es stinkt. Alex, wonach stinkt es hier? Nach Moder, Schimmel. Aber auch, also guck dir mal das da an, Josef, hier an der Seite. Das fällt einfach schon alles ab. Und hier, guck mal, Firma, kannst du hier so irgendwie so Makroaufnahme? Guck mal hier, da sammelt sich aus, das hängt da so richtig auch so Dusche. Ich habe ja schon gedacht, dass wir hier so richtig, es ist nur so ein bisschen Schimmel. Aber das ist, glaube ich, jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt hier drin. Aber ich finde es für den Preis echt ein bisschen unfair. Oder unverschämt. Das denke ich mir auch, weil ich bin ganz ehrlich, wenn wir jetzt 30 Euro pro Nacht bezahlt hätten, hätte ich gesagt, ich nehme eine Spinne in Kauf, ich nehme Schimmel in Kauf, bla bla. Ja. Wenn ich weiß, ich schlafe wo für 30 Euro, fair enough, da kannst du nichts erwarten. Ach, das ist ein Nagel, ich dachte gerade schon, Nagel ist angemalt. Was ist das da oben in der Lampe drin? Ist das Staub? Das ist auch Schimmel? Tote Fliegen. Ja, Alex, sollen wir beiden Hoteltester des Vertrauens uns erstmal das Bett anschauen oder erstmal hier in unseren kleinen Küchenbereich? Ja, ich habe schon mal hier ein bisschen, also hier ist leider nichts drin. Aber positiv anzumerken, es gibt einen Kühlschrank und der sieht jetzt auch nicht, also der ist alt. Der hat keinen Schimmel. Nee, der stinkt jetzt auch nicht, der ist an, der ist kalt, okay. Wir haben einen Stuhl, der funktioniert. Hier ist ein Ikea-Stuhl, Stefan heißt der. Ganz liebe Grüße, Ikea. Hier ist noch so ein bisschen Kaffeerand drin. Oh, yo, stimmt. Oder Tee. Da ist wirklich noch so ein bisschen Abreste drin. Und hier unten ist auch so ein bisschen Schmodder noch drin, aber... Ja, der Tisch ist halt auch so ein bisschen verstaubt. Wir haben hier so ein bisschen so, keine Ahnung, Müll noch drauf, so ein bisschen... Fusseln. Der Fernseher, Alter. Film mal hinter den Fernseher. Digga, schau mal. Yusuf. Nicht mal meine Tasche, Digga. Yusuf. Oh, Junge. Schau dir das mal an, Yusuf. Wie hängt der da bitte? Wie kann das funktionieren? Dieses Kabel. Bro, what the fuck? What the fuck? Guck mal hier. Was ist das? Die haben einfach zwei Kabel so miteinander verbunden. Meinst du, wir können das Ding anmachen oder fliegt das in die Luft?
Weiß ich nicht, probier mal aus. Okay, 3, 2, 1. Okay. Aber es steht überall keine Informationen. Bibel-TV. Bibel-TV empfängst du überall. Oder gehen wir auf die 1 oder so? Vielleicht ist da... ARD. 1 ja, muss da ARD sein. ARD muss ARD sein. 1, 2, 3 TV? Bei, wenn ich 1 eingebe, geht der auf 101. Schau mal, ich drücke nur die 1. 1, da oben steht nur eine 1. Mehr drücke ich nicht. Der geht direkt auf 1 und 1. Und bei dem ist auch 18.26 Uhr. Jungs, die Spinne ist wirklich weg. Wo ist die Spinne? Ich kann hier nicht drin schlafen, wenn hier noch eine Spinne ist. Digga, wo ist die Spinne? Die habe ich rausgelassen, ich habe doch gerade die Tür aufgemacht. Alex, die war schon weg, bevor du die Tür Nein, aufgemacht hast. Nein, die ist hast. Draußen. Ist nicht draußen. Oh, oh Gott, die Wand. Digga, Wand geht einfach kaputt hier. Es geht einfach Tapete ab. Was ist das hier? Einfach so Flecken? Guck mal, da musst du einmal mit einem Schmutzradierer drüber gehen, dann ist es auch weg. Also das hier ist das Bett. Aber vielleicht kommt da jetzt auch so ein Käfer raus. Ich habe richtig Angst. Ich werde hier drin schlafen. Leute, wisst ihr, was ich eingepackt habe? Erstmal Cashewkerne. Die haben wir getestet in einem YouTube-Video. Schmeckt keinen Unterschied. Wahrscheinlich nicht, ne? Willst du blind probieren, schmeckt beides exakt identisch. Ich habe ein Ladekabel eingepackt. Ich weiß nicht, denkt ihr, die Steckdosen funktionieren wenigstens? Ja, besser ist es. Wenn die Internet haben? Das stand in den Bewertungen aber auch, dass das Internet nicht funktioniert. Geht. Sehr gut. Ich habe ein Handtuch mitgenommen, mein eigenes, weil ich mir dachte, ich weiß nicht, ob ich denen hier so vertraue im Hotel. Ja, wo legst du das jetzt drauf? Ich wollte gerade sagen, ich lasse es erstmal um meinen Hals rum. Die wichtigsten Sachen, die ich mitgenommen habe, sind tatsächlich in dieser Box hier drin. Nein! Doch, hier ist es. Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich habe es vergessen. Desinfektionsspray mit Alkohol. Ein alkoholisches Hautantiseptikum. Weil ich finde, Alex? Josef, hör mal bitte in die Ecke da rein. Warte. Oh nein. Oh nein. Leuchte mal bitte noch mal gegen die Wand hier gegen. Josef, siehst du das hier? Die ganzen Flecken hier an der Wand. Ja, da hat wohl jemand gegengewichst. Och, Digga. Du schläfst einfach auf diesem Podest da oben. Ey, es wirkt halt wirklich so, als wären wir vorher in dieses Hotel reingegangen, hätten das alles so gemacht und kämen jetzt wieder rein. Aber ich schwöre euch, auf meine Familie, wir sind gerade zusammen mit euch ins Hotelzimmer rein und so haben wir es vorgefunden. Also wir haben hier schon die erste Hautschuppe auf diesem Bett drauf. Da haben wir schon das erste Haar. Hier ist noch eine Hautschuppe. Hier ist noch eine Hautschuppe. Ey, Leute, es gab einfach Bewertungen. Guck mal, hier ist noch mehr Haare. Alex, das macht's gerade nicht besser. Mann, ja, ich sehe die auf jeden Fall. Guck mal, das ist überall in diesem Bett. Digga! Hier sind überall diese ey, Jungs! Diese Hautzellen. Wir können hier nicht schlafen. Hier, Haare. Überall, es ist alles voll mit Haaren. Leute, es gab wirklich... Hier, auf meinem Bett, auf meinem Kopfkissen. Sieht man das, Josef? Klar und deutlich. Das ist geisteskrank. Klar und deutlich, sagt er. Das ist geisteskrank. Das ist eine Zumutung. Leute, es gab, um euch nur mal einen Kommentar hier schon mal kurz einzublenden, eine Bewertung, das wollten wir eigentlich gleich machen, aber wir wurden direkt überwältigt von diesen ganzen Sachen hier. Diesen Beitrag, der wurde verfasst. Jeder Beitrag hat 1 von 5 Sternen gegeben. Da wurde einfach gesagt, ey, wir haben ein Zimmer bekommen, aber da waren noch Leute drin. Die haben eine Karte bekommen zu einem Zimmer, wo einfach noch Sachen waren von einem anderen Gast. Aber bleibt auf jeden Fall dran, Freunde, denn das war leider erst der Anfang. Sobald wir die anderen Zimmer betreten, fallen wir wirklich aus allen Wolken. Alter, was das sind halt wirklich so Hautschuppen, ne? Geh mal auf die Haare drauf oder so. Ja, war ich auch schon hier. Boah. Also wirklich. Boah, glaubst du, das macht's besser? Ich weiß es nicht. Die Hautschuppen gehen ja nicht auf. Komm, wir nehmen das Ding jetzt mal komplett auseinander. Boah, guck mal, diese Haare, guck mal, wie krass man die hier sieht. Ich check noch einmal kurz Staub hier oben drauf. Diese Haare, guck dir das mal an. Ach nee, will ich gar nicht wissen, Digga. Schau mal hier. Hier ist auch ein Loch drin. Hier ist ein Loch. Schau das mal bitte an. Du hast ein Loch im Bett. Ich hab ein Loch? Ja. Ja gut, ein Loch ist ja tendenziell jetzt nicht schlimm. Sollen jetzt ein neues Bettlaken kaufen. Aber Haare? Guck mal, hier ist auch ein Käfer, oder? Alex, Käfer? So braune Flecken. Jungs, ich schlaf zu Hause. Das ist ja eben das Krasse. Wir wohnen alle in dieser Stadt. Und schlafen jetzt trotzdem eine Nacht hier. Ey, wir müssen, mach mal einmal kurz Kamera aus. Wir müssen wirklich mal kurz besprechen, ob wir das wirklich machen können. Digga, hast du mal mein Bett gesehen? Josef, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Alex, da krabbelt eine Spinne. Ich schlaf hier nicht. Alex, hier krabbelt eine Spinne. Ich gehe ins Bad, es krabbelt mir eine Spinne entgegen. Ja, ist doch süß. Guck mal, der guckt unter das Bett. Der guckt unter das Bett. Hier hat jemand den Fuß zerstört. Eine Spinne im Bad? Dann hätte ich ja lieber einen Hund im Büro. Aber wirklich, das hast ist du doch hier... Schon, oder? Die Spinne ist schon... Die ist nicht mehr da. Wo verschwinden die Spinnen hier hin? Ey, was ist das? Was ist das? Deiner gegen die Wand geschissen? Es sieht aus wie Vogelscheiße, aber... hier können auch keine Vögel rein. Bro, ich frag mich hier nichts. Wahrscheinlich kommen hier trotzdem Vögel rein. Digga, das Shampoo sieht auch irgendwie abgelaufen aus, oder? Abgelaufen? Ja. Irgendwie, das sieht so komisch aus von innen. Siehst du das? Das sieht so flockig aus. Ja, so flockig. Okay, schauen wir mal unter den Klodeckel. Erstmal, hier drauf sind auch irgendwelche Flecken. Siehst du die?
Ja, auf der Toilette auch. Schau mal. Oh, Digga, ist das ekelhaft. Oh mein Gott. Überall hier solche Sachen. Digga, ich pack das jetzt nur noch mit meinem Hoodie an. Wir heben das einmal hoch. Mhm. Na, okay, das sieht einigermaßen okay aus. Was ist das? Schwarze Flecken? Kriegt man die weg? Digga, fass das doch nicht an. Ja, man kriegt's weg. Jetzt ist da mein Hoodie. Scheiße. Ja, vielleicht war es Code. Das sieht aus wie Kohle oder sowas. Oder Eyeliner oder so. Aber ich denke mir, guck mal, wenn ich das doch schon so easy wegkriege, ohne ein Mittel, einfach mit einem Tuch, einfach mit einem Toilettenpapier, warum machen die das dann nicht? Jetzt muss nur noch die Spülung funktionieren. Das klappt. Zog so eine Schlange raus. Was ist das hier? Ja, ist ein bisschen kaputt. Bisschen, Alex? Ja. Das Ding hängt am seidenen Faden. Sieht aus, als wären da so Flecken drauf. Sieht mir ein bisschen benutzt aus. Ja, das sieht ein bisschen gelblich aus. Naja. Gut, dass du dein Handtuch dabei hast, ne? Wisst ihr, was das Skurrilste ist? Ich habe nicht mal Handtuch dabei. Und für mich das Mysteriöseste und Komischste und Furchteinflößendste. Ich habe schon zwei Spinnen gesehen und die sind beide auf unerklärliche Art und Weise plötzlich despawned. Können wir auch festhalten, dass die Heizung auf nicht frosten steht und die einfach ultra heiß ist? Oh mein Gott. Das ist ja krank. Die Heizung ist geisteskrank heiß. Ja, die ist richtig am Bollern hier und du kannst sie ja nicht ausmachen. Die ist aus. Die sollte eigentlich aus sein. Von der Höhe hier auch mal ganz zu schweigen. Die Höhe ist wahrscheinlich 1,90 Meter, weil ich bin 1,94 und ich komme hier komplett gegen. Also so groß bin ich. Ich muss so klein werden. Ey Leute, wenn das bei euch beiden vom Zimmer her genau so aussieht. Digga. Hier sind brutal lange Haare. Was sind das für? Sind das Käfer? Nee, hat jemand geblutet oder so. Das sieht man auf der Kamera wahrscheinlich gar nicht, wie braun das ist, ne? Hier ist irgendwie was unnormal vergilbt am Rand. Also es sieht zumindest so nach... Ich will auch gar nicht mehr wissen, was das ist, ehrlich gesagt. Komm, Jungs, wir schauen uns mal eure Zimmer an. Alex, wir haben danach alle möglichen Krankheiten. Wir können uns erstmal neu impfen lassen beim Arzt. Das bringt weder den Leuten was noch uns. Das stimmt, wenn wir keine Videos machen können, weil du geimpft wurdest oder krank bist, ist schlecht. Jetzt habe ich dieses... Ich glaube, danach muss ich mich gegen Tollwut impfen. Das ist doch das geringste Problem. Ich hoffe, ich habe hier noch nicht drei Arme. Die Sache ist, dass Yusufs und Alex Zimmer da vorne ist. Allerdings seht ihr schon, man kann hier nicht durch. Hier fehlt nämlich der Griff. Jetzt müssen wir außenrum. Wir müssen außenrum in deren Zimmer. Ich kann mir das nicht mehr erklären. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Guck mal, hier bewegt sich nichts da drin. Schau mal an der Seite. Das hier ist immer noch mein Highlight. Warte, nochmal Licht weg. Eigentlich leuchtet der. Das ist so krass. Wenigstens mein Feuerlöscher. Digga, was ist das? Ein Fenster ist das. Farbe oder Scheiße? Vom Vogel. Ach komm, wir schauen mal eure Dings. 10 Sekunden später. Okay, wir sind jetzt von außen in einen anderen Eingang reingegangen, der 15 Meter weiter rechts war. Geht's auch einfach wieder vorne in die Lobby, wo wir gerade eben rein sind. Das ist einfach ein Labyrinth. Hier ist ein WC, das sieht schön aus. Naja, okay. Ja gut, okay, wir haben hier natürlich ein paar Flecken und so am Rand, aber ist nicht so schlimm. Darüber geht's einfach wieder dahin, wo wir eingecheckt haben. Wo ist denn jetzt euer Zimmer? Das kann nicht sein, dass wir das Zimmer nicht finden. Wir müssen die Treppe hoch. Guck mal, auch die Deko. Also wenn du nur das hier siehst, könnte es auch so Mykonos sein. Ja, nicht ganz. Guck mal, Josef, film mal bitte. Das ist auf jeden Fall mein Scheiße. Mich wie in einem Horrorfilm, ne? Dann schau mal da fehlt einfach was. Was ist das? Ist das Schimmel da drunter? Ja, hier ist einfach ein riesen Spinnennetz. Guck mal, das sieht man richtig, die Spiegelung oben an der Decke. Ich juckt schon überall. Hier sind auch überall Spinnenweben. Guck mal in die Lampe rein, Bro. Was ist das denn? Oder hier, boah, guck mal da. Spinne. Sind das eure Zimmer? Das ist Alex' Zimmer. Zimmer Nummer 5 ist meins da hinten. Jetzt bin ich gespannt, wir schauen mal bei Alex rein. Ja, schwierige Nummer. Aber du hast zumindest schon mal... Es sieht ein bisschen besser aus bei dir vom Licht her und so. Dieser Schalter hier erstmal, der ist krass. Hat keine Funktion.
Guck dir mal, oh nein, hier in meinem Wasserkocher ist auch noch Wasser drin. Aber guck dir mal bitte diesen Stuhl an. Was wurde mit diesem Stuhl schon getrieben? So, Alex, dann schauen wir uns doch mal deine Bettdecke an. Hm? Sicher, dass du da dein Handtuch hinschmeißt? Kriegt ja auf meine. Aber hier ist einfach noch Wasser im Wasserkocher drin. Das finde ich so abartig. Kleiner Funfact zu Wasserkochern. Wusstest du, dass. Das kommt jetzt. Nee, was heißt Funfact? Dass man bei Apple bekommt man die umsonst, wenn man einen Ring füllt. Nein, dass die meisten ihre Unterwäsche darin waschen. Ja, das habe ich schon mal gehört. Das ist ja so nasty. Wusstest du das? Ich will gar nichts mehr wissen. Für mich ist es ziemlich klar, dass ich hier heute nicht schlafen werde. Alex, ich sag's, wie es ist. Ich weiß, ich war die treibende Kraft, die auch noch gesagt hat, wir buchen nicht ein Zimmer, sondern wir buchen drei. Ich bin der Person... Der Person? Ich bin die Person, die 204,75 € ausgegeben hat. Ja, das ist schon hardcore. Das ist schon traurig, aber ich dachte auch eigentlich, dass du hier alleine schläfst. Das war ja meine Idee, dass du alleine so ein Zimmer bekommst. Da oben an den Ecken sind auch Spinnen. Ja, das sind meine Freunde, mit denen schlafe ich hier heute Nacht. Alex, bitte analysier auch mal dein Bett mit deiner Makroaufnahme. Nee, bis jetzt sind nur Fussel. Hab noch kein Haar. Ah doch, hier ist das erste Haar, okay. Das ist nicht so schlimm wie bei mir, ne? Nee. Ich hatte ja auch eigentlich Zimmer 3. Hier ist noch ein Haar. Das ist braun ein bisschen. Ey, checkt ihr eigentlich, dass da so eine richtig komische Musik lief an der Rezeption? Wie dort ja, so das war so ein Film im Hintergrund. Das war so richtig scary. Na, guck mal hier, da haben wir doch Freunde. Ist das auch ein Käfer? Nee. Holz oder so. Dieses Haar. Also, dass es so spartanisch eingerichtet ist, ist mir egal. Ne? Das finde ich ja, das stört ja gar nicht. Aber wenn es wenigstens sauber wäre. Ja, was ist das denn hier, Alex? Ja, du hast es gerade angefasst. Hm. Also, ich habe auch nichts dagegen, dass ein Hotelzimmer clean ist. Im Sinne von, du hast hier nichts in den Regalen. Apropos, was ist eigentlich das hier alles? Hier klebt auch irgendwie was. Hier sind auch Flecken drauf. Mega entspannt. Da habe ich. Okay, hier sind auch noch mehr Flecken. Hier sind so extrem ekelhafte. Weiß ich nicht, auch irgendwelche Reste. Hier vorne sieht man das auch. Das kann man halt easy wieder wegwischen. Alex schaut hier schon wieder unter sein Bett. Ja, weil hier, guck mal, hier ist schon irgendwie so abge... Ja, das ist irgendwie schon so abgerammt, hier kaputt. Keine Ahnung. Also die Sache ist, ich habe nichts dagegen, dass hier jetzt keine Deko steht. Dass hier ein Pflanzentopf fehlt oder, keine Ahnung, da im Kleiderschrank irgendwie, weiß ich nicht, da ein bisschen was sein könnte oder noch ein Kissen mehr. Das ist mir relativ egal. Wenn man so ein Hotel bucht, dann bucht man es einfach nur, um hier zu schlafen. Man will hier keine Erfahrung haben im Hotel. Aber es kann wenigstens sauber sein. Wir haben wieder Kaffeetassenränder. Nicht nur Kaffeetassenränder, sondern auch der Boden. Das geht hier vorne ab. Also im wahrsten Sinne des Wortes geht ja die Wand ab. Das fehlt hier. Ey. Bitte was? Leute. Was ist da los? Das ist einfach... Kannst du bitte aufhören, mein Hotelzimmer kaputt zu machen? Das kannst du hier so... Benutzte Stäbchen. Niemals. Der ist hier verfärbter als hier. Hier sieht er sauber aus und da sieht er benutzt aus. Checkst du, was ich meine? Und die liegen da auch gerade einfach nur so rum. Ich würde sagen, Alex, wir schauen uns noch mal kurz dein Badezimmer an. Ja, soll ich mal spoilern? Warst du schon drin? Ja, ich glaube, ich habe ein Luxusbadezimmer. Guck mal hier rein. Boah, es stinkt ein bisschen, aber... Es stinkt extrem nach alte Frau-Badezimmer, alte Oma. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Es gibt gar kein Licht. Oder ist das der Lichtschalter hier draußen, wo ich dachte, der hat keine Funktion? Ja! Also, das ist gar nicht so schlimm, finde ich jetzt. Naja. Ja, okay, der Schimmel da oben, ja, okay, aber den... Den ignorieren wir mal, ne? Der betrifft mich ja jetzt erstmal. Der Abfluss, Abzug, da fehlt auch irgendwie... Aber guck mal, das Duschgel sieht auch schon wieder so aus. Boah, ja. Das riecht, Leute, das ja, nach riecht. Alter Frau. Nee, nicht nach alter Frau, nach toter Frau. Ja, das könnte auch sauber gemacht werden können, auf jeden Fall. Oh, ja. Boah, aber der jetzt... der Deckel. Stinkt so krass. Josef? Guck mal, das ist so komplett... das ist komplett braun da unten drin. Mich schockt hier nichts mehr. Aber können wir bitte einmal... Wir haben Bubu Maximus. Ich liebe Bobo Maximus, die Eule kommt mit. Den funktioniert der Föhn. Der wird doch warm. Oh, nee, der riecht extrem verbrannt. Alter, der steckt doch die ganze Zeit drin, ne? Ah, Digga, ich will die gar nicht anfassen. Ey, wisst ihr, was krass ist? Mm-mm. Meine Nase läuft die ganze Zeit. Ich habe eine Schimmelallergie. Ich war mal in Miami mit Tobi, der hat ein Hotel gebucht. Das war unnormal schlecht. Und ich habe direkt Niesanfälle bekommen. Meine Nase hat die ganze Zeit, hört mal. Die ganze Zeit gelaufen. Ich merke hier genau das Gleiche. Suchst gerade nur nach Gründen, hier nicht schlafen zu müssen. Ich brauche keinen Grund. Wenn ich will, fahre ich einfach nach Hause. Ein paar Sekunden später. Will ich das überhaupt? Ja. Ich weiß das nicht. Habe ich meine Zimmerkarte? Was ist das für eine Zimmerführung? Warum habe ich so ein L? Hey, Josef hat einfach nochmal einen eigenen Gang in sein Zimmer rein. Digga, jetzt hat er so sweet oder so. Einfach Zebra. Digga, was ist das für ein langer Gang? What the fuck, da ist die Tür, man geht erstmal so schnell entlang. Warum ist das hier schon so rot? Digga. Rot und gelb. Die Lichtschalter will ich gar nicht anfassen. Der ist so richtig so fettig, schmandig und so. Oh. Alex. Das war Hauptschalter. Bro. Ich kann das nicht mehr. Ey, die mussten den Lichtschalter an der Ecke zersägen, weil er sich reingepustet.
Dann entscheidet er hier die Breite und da hat es einfach abgesehen. Bro. Ich dachte wirklich, wir können das. Was ist das? Was ist das? Können wir noch mal for real? Können wir dann nochmal reden, dass jemand seine Wasserflasche vergessen hat? Was ist das? Jetzt war eine Box. Die hängt mit Kabel so am Fernseher. Ey, ich hab auch Wasser im Wasserkocher. Guck mal, guck mal. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Warte, warte. Digga, guck dir bitte das Kabel an. Oh mein Gott, das will ich nicht anfassen. Schaut mal, dieses Kabel. Ey, ich hab sogar lose Kabel. Ja, das ist geil. Da ist ja nicht mal was getaped. Da oben, also wirklich über den Schlauch. Warum ist mein Fenster die ganze Nacht offen gewesen? Ja, die anderen waren auch alle offen. Bei mir auch. Funktionieren die Fenster denn wenigstens? Aber hier ist auch schon wieder die Heizung ultra an, oder? Ich will nicht wissen, ob hier irgendwas reingekrabbelt ist. Das funktioniert wenigstens. Hier sind halt überall so Flecken, ne? Das ignoriere ich mittlerweile schon alles, weil das irgendwie mit dazugehört. Schon so dran gewöhnt. Haben wir schon einen Kühlschrank geguckt? Luca, ist dir eine Sache aufgefallen? Bei jedem Bett, bei jedem Beistelltisch ist der Fleck an derselben Stelle. Das gehört auch dazu, Feature. Der ist einfach an derselben Stelle. Wir sind hier was Großem auf der Spur, Leute. Ich schaue jetzt erstmal kurz hier hinter das Bett. Also so sieht's bei Yusuf hier in der Ecke aus. Und das ist genau da, wo du pennst halt auch, ne? Bro, hier hinten geht's noch weiter. Oh. Ih, was ist da? Der ist genauso schlimm. Boah, da liegt eine Büroklammer, Digga. Da ist einfach eine Büroklammer, ja. Das ist das Krasseste. Neben dem Bett einfach das. Einfach an die Wand gejisst. Das ist Pisse, Digga. Wirklich, so war es, so Flecken an der Wand. Das ist mir mittlerweile egal. Jetzt traust du dich, hier deinen Finger reinzustecken? Hier so? Nein. Alter. Steck mal deinen Finger da rein, bitte. Immer so. Digga, da drin lebt Harry Potter. Guck mal, der Thron. Yusuf hat einen Glasreiniger hier stehen. Und der Spiegel ist einfach echt nicht sauber. Bro, können wir ganz kurz über das Toilettenpapier reden? Nee, das sieht man nicht so richtig. Aber der Spiegel ist einfach echt nicht sauber. Der hat überall noch so Flecken dran. Bro, guck dir mal das Toilettenpapier an. Wer war da dran? Wolverine, warum ist es so zerfleddert? Oh mein Gott, die ganze Wand bröckelt. Ja, für Elektroschock. Der riecht auch verbrannt. Also das ist krass. Das ist krass. Oh mein Gott, ich hab den schlimmsten Schimmel, Alex. Alex, ich werde hier nicht duschen. Oh Gott, ich hab den schlimmsten Schimmel von euch allen. Leute, ich hab mir erst gedacht, ich kam halt vom Sport, ich hab mir erst gedacht, ey, ich dusche einfach nicht zu Hause, sondern ich dusche hier. Bro, warum hab ich zweifarbiges Duschgel? Ey, check nicht, das ist unten Schimmel wahrscheinlich. Aber du hast doch das gleiche Duschgel im Seifenspender. Ja. Nur andersrum. Das ist wahrscheinlich auch sein. Die haben getauscht. Wahrscheinlich das Blaue ist so Duschgel, das Braune ist so Seife. Das ist wirklich andersrum. Guck mal in den Mülleimer. Weil das ist auch immer so ein Test. Jetzt ist da noch irgendwie so ein Tampon oder so. Oh nee, ist leer. Ne? Also das hier, ich will den Glasreiniger nicht anfassen, aber das ist mein Highlight. Dass hier einfach ein Glasreiniger steht. Was sind das für Kratzspuren? Hat hier jemand die Tage gezählt, bis er abreisen durfte? Also das ist krass. Ist euch mal aufgefallen, wie schnell der Check-in-Vorgang ging? Oh, der Fernseher funktioniert. Hier klappt der Fernseher. Ja, weißt du auch warum? Weil ich das einzige Zimmer mit Antenne habe. Aber die Fernbedienung sieht halt auch schon wieder aus wie... Auch hier diese Höhenversprünge, Leute. Also, dass das dann hier nicht mal so richtig passt, da mit der Ecke und bla. Gut, wir müssen jetzt nicht architektonisch irgendwas kritisieren, glaube ich. Yusuf hat hier einfach seinen eigenen L-Gang. Wenn Yusuf nach draußen will, dann läuft er erstmal im Zoo vorbei. Und dann geht's hier raus. Lieber Gast, da unsere Brandmeldeanlage bei jedem Alarm einen Feuerwehreinsatz auslöst, ist das Rauchen in den Zimmern sowie im gesamten Gebäude untersagt. Die Kosten, die bei einem Einsatz durch das Rauchen auffallen werden, stellen wir Ihnen in Rechnung mit 150 Euro. Bei jedem Alarm löst es einen Feuerwehreinsatz aus. Bei dem Fleck muss ich nicht mal nah rangehen, damit man den sieht. Hast du gefurzt? Nein. Das stinkt. Das stinkt einfach generell hier. Machen wir mal wieder kompletten Test. Ah, hier ist auch wieder so ein Schutzding drauf. Bah, 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 da ist irgendwas ausgelaufen. Da hat jemand reingepinkelt in dein oh, Bett, Josef. Oh nein, ich schlafe hier nicht. Und das ist da auch gelb. Guck mal, das ist da gelb. Hier überall, das ist überall gelb. Nein, hier sind Käfer. Da ist ein Käfer. Nein, 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 nein. Das ist ein Käfer. Stopp, stopp, stopp. Oder? Da, ja. Das ist eine Bettwanze. Doch, das ist irgendein Käfer, das wackelt, das bewegt sich. Leute, hau mal bitte meine Nase. Hey, warum, was ist jetzt los? Meine Nase läuft was die ganze Zeit. Guck bitte in die Kamera, wie doll man das sieht. Oh mein Gott. Also, hier wurden kranke Bukake-Partys gefeiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ich kann nicht mehr. Oh, was ich ist kann das? Nicht mehr. Mein Bett! Ich kann nicht mehr. Ich will mich gar nicht anfassen. Digga, was ist denn hier los? Was ist das? Leute, scheiß drauf, wir machen jetzt einmal den Test. Wir bauen das jetzt einmal komplett auseinander. Hier ist auch, guck mal, da ist auch alles gelb. Digga.
Einfach gelb. Guck mal, diese Haare hier, wie fett die sind. Leute, wie krank sieht das aus? Hier, das sieht man auch. Das sieht man direkt auf der Kamera. Überall Haare. Wie kommen hier Haare hin? Auch auf der Rückseite hier von dem Ding. Was sind das hier schon wieder für Tiere? Was ist das? Sind das Snacks? Bro, mich würde es nicht wundern, wenn hier jetzt wirklich drei Ratten plötzlich sich beschweren, weil wir deren Urlaub unterbrechen. Ey, ich habe allen Ernstes gehofft, Alex, dass wir hier rausgehen. Ja, ich dachte und sagen, auch. Es war wirklich okay. Es war okay für 60 ja. Euro und bla. Aber das hier ist eine Zumutung. Ja. Ich meinte ja noch so, boah, nachher ist hier so Hotelmafia und das eine Hotel bewertet das andere immer schlecht, aber nee, das ist einfach, boah, das ist hart. Ich glaube, es ist Kaffee. Ich hoffe, es ist Kaffee, aber trotzdem. Du glaubst nicht wirklich, auch, dass es Kaffee ist? Ja, aber auch... Alex, Alex, das ist kein Kaffee. Digga, ich muss hier raus. Lass uns mal bitte kurz nach draußen gehen, mal kurz in die Stadt, weil ich brauche Luft. Ich kriege keine Luft. Ich habe meine Nase. Das ist die ganze Zeit. Ich kriege Husten, meine Nase läuft. Wir müssen, lass mal kurz rausgehen. Da war eine Ratte, da war eine Ratte. Da lief gerade eine Ratte raus. Hundertprozentig, hundertprozentig. Also ich habe es mir for real nicht so schlimm vorgestellt. Ich dachte so, die Bewertungen, da übertreiben so ein paar Leute und das ist so, ne, du hast ja immer irgendwie Leute und es ist ja auch so, gibt es ja Studien zu, so Leute beschweren sich ja eher, als dass sie positive Bewertungen schreiben. Also ja, logisch, das habe ich auch schon so mal gesagt. Negativity Bias nennt sich es das. Es hat noch nie jemand irgendwo angerufen bei seinem Internetanbieter beispielsweise, hat gesagt, ey, ich wollte mich nur mal bedanken, das Internet heute war extrem schnell. Man ruft nur an, wenn es überhaupt nicht funktioniert. Genau. Und dann dachte ich schon so, boah, das wird hier doch auch so sein, dass hier einfach nur Leute, die es halt so richtig schlimm, weil da schon so Sachen wie, du darfst das nicht Hotel nennen, das ist nicht menschenwürdig und so. Ist schon ein bisschen übertrieben, aber es ist schon hardcore. Übertrieben? Nein, also menschenunwürdig, wenn wir jetzt in Thailand wären, dann wäre das wahrscheinlich normal. Gut, ich war jetzt noch nie in Thailand, aber dafür, dass wir mitten in Köln sind. Und es halt auch nicht so günstig ist, ne? Also, weil wenn das Ding hier 40 Euro kostet für die Nacht, okay, würde ich sagen, ist easy. Gerade, ne, weil so für Studenten oder so, dann schläfst du halt mit Klamotten, mit den Haaren, keine Ahnung. Es ist trotzdem auch nicht geil. Ich finde, auch Studenten sollten so nicht schlafen. 40 Euro die Nacht, du musst mir 40 Euro geben, damit ich hier die Nacht schlafe. Nee, nicht mal. Leute, ich muss hier raus. Ich kann nicht atmen, wirklich. Nur wenige Minuten später. Wir sind jetzt gerade noch mal ein paar Meter weitergelaufen und haben das Suitenabteil des Hotels entdeckt. Ich sag ganz ehrlich, ich würde lieber dort drauf schlafen, als in diesem Bett. Warum läuft der einfach, weg? Alex, wir haben noch Arbeitszeit. Wir haben uns gerade noch mal zusammengesetzt, hatten eine kleine Krisensitzung und sind jetzt zu dem gemeinsamen, einvernehmlichen Entschluss gekommen, dass... Wir jetzt 5-Sterne-Hotel testen. Hotel Ernst, Excelsior. Das schneiden wir nicht rein, das machen wir nämlich nicht. Das kostet nämlich deutlich mehr. Aber wir haben uns jetzt gerade wirklich dazu entschlossen, dass wir dort nicht die Nacht verbringen werden. Wir haben es wirklich vorgehabt. Ich habe alle möglichen Sachen dabei. Ich habe mein eigenes Kissen mitgenommen. Ich habe Wasserflaschen mit dabei. Eigenes Handtuch. Ein eigenes Handtuch, Desinfektionsspray, Zahnbürste, alles. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das wirklich machen und durchziehen. Ich habe 3 Zimmer gebucht, anstatt wirklich eins, damit wir jeder unser eigenes Zimmer haben, schöne Zeit haben. Yusuf und ich haben vorher noch Scherze gemacht, haben gesagt, ey, stell dir mal vor, wir kommen an und die sagen, ey, perfekt, wir haben gestern renoviert, wir haben einen neuen Spa-Bereich, wenn ihr einen Privatshuttle braucht zum Flughafen, euren Privatjet, sagt Bescheid. Das Gegenteil war der Fall. Alle Bewertungen sind wirklich in die Tat, also es war 1:1 so. Viele Bewertungen, ja. Ich dachte halt auch for real, dass das einfach Übertreibung ist und das nicht stimmt. Das ist so krass. Wir haben euch ja im Video immer mal wieder irgendwelche Bewertungen reingeblendet. Wir haben die extra ein bisschen kleiner gemacht und bla, dass ihr jetzt nicht unbedingt direkt wisst, welches Hotel das ist. Weil wie gesagt, wir wollen hier keine Schwierigkeiten bekommen durch dieses Video. Und ich wünschte wirklich, wir hätten jetzt sagen können, ey, es war gar nicht so schlimm, wie wir uns das vorgestellt haben. Es war nicht so schlimm, wie die Kommentare da waren, aber es war genau so. Es war schlimm. Es war krass. Also ich hätte ja schon geschlafen, ne? Aber ja, dann geh da hin. Du hast dein Zimmer. Stimmt. Ich hab 3 Karten, ich kann wieder zurückgehen. Das ist krass. Sollen wir vielleicht auch mal das schlechteste Hotel Thailands testen? Schreibt es in die Kommentare. Sollen wir vielleicht einfach mal das beste Hotel der Stadt testen? Alex, so viel Geld habe ich nicht.